Hey, yo, grüß die Muggelbaum. Was geht's? Er tanzt den Tango-Tanz. Okay. Als ich meine Schwester von dem wackrigen Baum erzählte, sagte sie, es sei gefährlich. Wenn ich Bianca besiege, gibt sie mir vielleicht eine Schicke. Oh, wo ist sie jetzt? Die schöne Frau mit der Gießkanne. Ich will die jetzt finden. Verdammt, wo ist die? Die muss doch hier irgendwo sein. Wahrscheinlich ist sie selber das Mogelbaum. Und sie weiß es nicht. Ach ja, es ist immer noch Dienstag. Okay, wir müssen mal wieder zurück nach Ducate City. Ich will hier langsam nicht mehr sein in Ducate City. Der Ort wird langsam unheimlich. Keine Ahnung warum, ist halt so. Lass mich jetzt da alle, geht mir aus dem Weg. Ich muss hier vorbei. So, hier sind wir wieder. Mord des Grauens. Ich sag nur Last Silver. Oh, du bist besser als Bianca. Dann bist du in Ordnung. Hier, die Shigikani. Die Shigikani. Als wäre ich vor drei Parts nicht in Ordnung gewesen, weil ich den Ort nicht habe, oder was? Boah. Ich bin voll in Ordnung. Hey, du bist voll nicht in Ordnung. Du hast diesen Orden nicht. Zwei Minuten später. Zwei Parts später. Oh, du bist voll in Ordnung. Du hast jetzt den Orden. Das ergibt keinen Sinn. Aber trotzdem, sau lustig. Verdammt, warum kann ich hier nicht mit dem Fahrrad draufsteigen? Betreten des Radens. Des Rasens verboten. Oh. Betreten des Rasens verboten. Für Unbefugte verboten. Wir sind hier in Deutschland. Für unbefugt. Man ist hier entweder unbefugt oder einfach überhaupt verboten. Ah, wieder scheiß formuliert, ich weiß. Ah nee, ich hatte die falsche Taste gedrückt. Ah. Okay, jetzt aber. Jetzt haben wir die Shigikanne. Ich mache noch einen kleinen Save State. Jetzt seht ihr gleich das Datum, wann ich zocke. Weil ich will dieses Pokémon fangen. Ich hoffe, es ist nicht so. So scheu oder so hartnäckig zu fangen, weil ich habe in die letzten paar Apfelbäume, die ich gefangen habe, die habe ich ganz schnell gefangen, aber ich glaube in der Kristall dauert es ein bisschen länger, bis man die einfängt. Der merkwürdige Raum mag die Shigikanne nicht. Der Apfelbaum greift an. Also gut, Apfelbaum, was willst du? Applebaum, Apple Tree. Es hat Level 20. Und eine Besonderheit. Es sieht zwar aus wie ein Pflanzen-Pokémon, ist aber in Wirklichkeit ein Gesteins-Pokémon. Aha. Und was ist das Beste gegen Gestein? Verdammt, wir haben es gegen Gesteins-Pokémon. Verdammt, es ist ein Gesteins-Pokémon. Nein. Es kann Steinwurf. Verdammt, Witz. Müssen wir aufpassen, weil dieses Nebulak? Dieser Apfelbaum, der kann uns Probleme bereiten, weil wir haben eine allgemeine Schwäche gegen Geister-Pokémon, wollte ich sagen. Gegen Gesteins-Pokémon. Und er hat mir gerade meinen Schlecker geklaut. Schlecker geklaut. Die Filiale Schlecker hat er mir geklaut, genau. Ich glaube, ich muss jetzt was anderes einsetzen, weil der Schlecker zieht einfach viel zu wenig ab. Golbert ist sehr riskant. Vielleicht kann Cosilla irgendwas. Ich muss mal schnell schauen. Ne, es hat Level 5, das bringt's nicht. Ich glaube, ich muss mal wieder auf unser Iglava zurückgreifen. Unser Iglava ist momentan die beste Option. Und auch die coolste. Okay, wollen wir Walzer tanzen? Ich glaube nicht. Machen wir in die Hölle heiß. Oder ne, ich hätte sie dann spielen sollen mit dem. Da gibt es ja auch so ein YouTube-Video von Zinedine Zidane mit so einer Rammstein-Musik. Das finde ich ganz cool, das Video. Ich glaube, das ist sogar an demselben Tag herausgekommen, wo das WM-Finale stattfand. Irgendwas am Juli, glaube ich. Ich glaube, das war der Moment Halbfinale, wo wir verloren haben. Das war 7. Juli. Das war ja gegen Italien, wo wir damals verloren haben. Da müsste es eine Woche später sein. Also demnach am 15. Ich meine, das ist ja, ich glaube, das Halbfinale war ja damals am Samstag. Ich weiß es gar nicht. Kann sein, ja, ein Halbfinalspiel, das findet ja am Samstag und eins am Sonntag statt. Und da, wo ich gesehen habe, dass wir gegen Italien verloren haben,
Da war ich damals im Schullandheim. Ach ja, genau. Da war ich im Schullandheim, wo das Italien gegen Deutschland Spiel war, damals 2006 in der WM. Und musste dann schockiert feststellen, dass die Italiener viel besser spielen, Fußball spielen können als wir. Ah, da war ich schon ein bisschen traurig. Einer meiner Klassenkameraden hat sogar geflennt. Aber ich habe es genommen wie ein Deutscher. Scheiße Italiener! Oh, jetzt war ich wieder rassistisch. Egal. Sorry, alle Italiener. Ich entschuldige mich jetzt jedes Mal, falls ich eine Randgruppe oder eine Kultur beleidige. Oder irgendwie verarsche, je nachdem. Vielleicht soll ich dann irgend so ein Statement-Video machen. Muss man ja immer machen, wenn man so, wenn man sich darauf einlässt, solche Witze zu machen. Ich hoffe nur, es killt sich durch die Verwirrung jetzt nicht selber. Es ist ja ziemlich riskant jetzt gerade mit der Verwirrung. Dreschflegel. Ey, du verdammter Flegel, hör auf mich zu dreschen, ey. Wie ein Türke. Oh, wieder rassistisch. Scheiße. Ich höre jetzt damit auf, sorry. 1, 2, 3. Nein! War ja mal wieder vorbei. Das war der beste Ball, den wir hatten. Ich glaube, hätte ich noch einen weiteren Superball, wäre drin. Na, Mogelbaum, gehst du für die Angel? Na komm, ist ein leckerer Köder. Du bist doch ein weißer Pokémon, oder? Komm. 1, 2. Ja, war ja klar. Selbst verletzen. Jawohl, lecker Emo. Emo-Baum. So. Ach, verdammt, hoffentlich reichen die Bälle. Nee, ich habe ja ein Safe State gesetzt. Wir haben ja genug Zeit. Notfalls gehe ich zurück und hole mir ein paar Bälle. Ich glaube, da fehlt noch ein Statuseffekt, ne? Aber wir haben keinen. Doch, wir haben einen Schlecker von Nebulak. Der könnte vielleicht paralysieren. Oh, oh, nicht gut, nicht gut. Aber egal, komm, weiter. Weiter im Text mit dem Pokéball. Okay, jetzt drückt mir alle die Daumen, genau jetzt. Ah, okay. Einer von euch hat nicht gedrückt, wer war das? Wenn ich den finde, der kriegt... Der kriegt Dresche. Von dem Typ... nee, okay. Ich habe nichts gesagt, nein. Nein. Ich sage jetzt nichts mehr. Ich sage jetzt nichts mehr, bis dieses Mogelbaum drin ist. Sonst montiere ich noch zum Rassisten. Oder zum Nazi mit so einer Glatze und so. Ich glaube, ich riskiere es jetzt mit Schlecker. Ja. Einmal geht noch. Dann müsste dieses Mogelbaum drin sein. Und ansonsten mogelt es sich wieder aus dem Ball. Mogelball. Mogelbaum, Mogelball. Ja. Okay, nochmal. Drückt mal alle nochmal die Daumen. Wer von euch hat jetzt die Daumen jetzt nicht gedrückt? Wahrscheinlich alle. Ich reg mich hier wieder auf. Okay, nochmal. Alle Daumen drücken. Jetzt vor eurem PC Daumen drücken. Ja, danke. Okay. Ihr seht, gemeinsam funktioniert es. Gemeinsam können wir diesen Apfelbaum fangen. So, und aus dem Grund, weil er ein Apfelbaum ist, nenne ich ihn auch so. Aber zunächst schaue ich mir den Eintrag an. Mogelbaum. Imitation. Größe 1,20 Meter. Ganz schön klein für so einen Baum. Gewicht 38 Kilogramm. Ganz schön leicht für ein Gesteins-Pokémon, das 1,20 Meter schwer ist. Bewegt ein Baum bei Windeseile einen Ast. Ist es ein Mogelbaum, das sich vor dem Regen schützt. So, und damit haben wir auch eine Verbindung geschaffen von Ducate City nach... Teak City und Viola City. Ach ja, übrigens kriegen wir jetzt noch eine TM. Hast du den seltsamen Baum geweckt geschafft?
Ich bin beeindruckt. Ich möchte dir dies geben. Das ist nämlich Zertrümmerer. Und was können wir mit Zertrümmerer? Wir können damit durch den Dunkelpfad, Dunkeltunnel, je nachdem, Dunkelhöhle. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch machen. Wenn wir schon mal hier sind. Und ich glaube, wir können auch noch das Geld von unserer Mutter abholen. Wer weiß, vielleicht finden wir das Pokémon, was ich haben möchte. In der Spielhalle. Gut, also jetzt müssen wir zurück nach Neuborg hier. Ich wollte schon Rosalstadt sagen, aber das ist falsches Spiel. Rosalstadt. Okay, rufen wir einfach mal Professor Linder und einfach so just for fun. Hallo Gold, was macht das Ei? Wie? Es ist geschlüpft. Wow! Was für ein Pokémon ist es? Komm und zeige es mir bitte. Na gut, dann werden wir das auch tun. Holen wir unser Pipi ab. Pipi? Togepi. Was rede ich hier für einen Stuss? Na gut, ich rede ja schon fast 1,5 Stunden. Am Stück. Ich glaube, nach dieser Aufnahmesession, beziehungsweise nach diesem Part, beende ich die Aufnahmesession. Ergibt irgendwie voll den Sinn. Okay, legen wir den mächtigen Herakles. Nee. Hapsi. Nee, Cosilla. Komm, weg mit dem Nicht-Shiny-Pokémon. So, und jetzt nehmen wir unser Togepi ein letztes Mal mit, bevor es bis zum Ende des Let's Plays in der Box verrotten wird. Böses Lachen. Okay, jetzt wieder auf das Fahrrad mit der verbackten Enter-Taste. Verdammt, ich habe immer noch kein Pokémon mitgenommen, das Zerschneider kann. Mit dem Zerschneider hätten wir vielleicht schnell nach Neuborg, ja, gehen können. Naja, macht nichts. Ich wusste gar nicht, dass es hier Hornius gibt. Ich dachte, hier gäbe es Entei's, weil hier bin ich das allererste Mal Entei begegnet. Oh Mann, meine Stimme verändert sich schon, weil ich so lange spreche. Hallöchen, hier spricht Professor Lind. Ich bin jetzt nicht mehr da. Ich habe jetzt den Bianca LP abgelöst. Mit meiner neuen Stimme. Nee. Ich glaube, ich habe immer noch die neue, normale Stimme. Keine Ahnung. Ihr merkt es wahrscheinlich besser als ich. Lalala, jetzt sind wir gleich wieder in Neuburg hier da. Dann gehen wir zu unserer Mutter da und schlagen mitten ins Gesicht. Und zwar ins Gesicht ra. Ra? Uah. Wieder scheiß gerimt. So, jetzt. Nein, nicht das. Uah. Gold, du siehst prächtig aus. Was? Dieses Pokémon? Es ist aus dem Ei geschlüpft. Also schlüpfen alle Pokémon aus Eiern. Nein, vermutlich trifft das nicht auf alle Pokémon zu. Es wartet wohl noch jede Menge Forschungsarbeit auf uns. Danke, Gold. Du hilfst uns beim Aufklären vieler Pokémon-Mysterien. Danke. Nimm dies als Zeichen unserer Eiswertschätzung. Wow, ein Ewigstein, den haben wir vor 2 Parts schon durch das Käferturnier bekommen, naja. Einige Pokémon entwickeln sich weiter, wenn sie einen bestimmten Level erreichen. Ein Pokémon, das den Ewigstein trägt, wird sich aber nicht entwickeln. Gib ihnen einem Pokémon, das sich nicht weiterentwickeln soll. Man kann auch einfach B drücken, also ergibt der Ewigstein eigentlich keinen Sinn. Das ist eigentlich wirklich dazu da, für faule Leute, die keinen Bock haben, B zu drücken. Und für mehr nicht, also ich verkaufe den eigentlich immer. Na, haben wir unsere Pokémon an der Maschine, was soll's. Dann müssen wir es der dreckigen Schwester Joy nicht geben. Okay, jetzt gehen wir zu unserer Mutter und holen das Geld ab. Fast so wie ein Zuhälter. Na ja, gut. Ja, stimmt, ich bin ein Zuhälter und ich hole jetzt das Geld von meiner Mutter ab. Hi, willkommen. Ich sehe, du bemühst dich sehr. Ich habe dein Zimmer aufgeräumt. Ist es wegen deinem Geld? Ja. Was wirst du tun? Ich werde abheben. Gut, nehmen wir einfach alles mit, was wir da haben. Wir brauchen es für das mysteriöse Pokémon, das nicht Apfelbaum heißt. Verdammt, ich wollte Nebulak. Warum soll ich immer Nebulak statt Mogelbaum? Ich wollte
Mogelbaum eigentlich Apfelbaum nennen, aber ich habe es vergessen, weil ich den Eintrag gelesen habe. Toll! Okay, jetzt heißt es wieder zurückfahren. Wir haben zum Glück ein Fahrrad, da geht's nicht allzu schnell. Weil hier überall Gras ist. Weil auf dem Rückweg nach Neuborkia war nicht so viel Gras. Und jetzt auf dem Hinweg nach Tick City ist jetzt da mehr Gras denn je im Weg. Aber wer weiß, vielleicht haben wir Glück und wir finden ein Wander-Pokémon. Ich meine, es müssen wir auch bald begegnen, ne? Außerdem gibt es hier ja auch noch ein paar Bären in der Nähe. Die können wir uns auch noch abholen. Ach ja, ich habe ja im ersten Part noch die Sache mit Wieso erwähnt. Ihr seht, wir finden hier auf der Route Wiesos. Also, wie gesagt, falls ihr ein Wieso wollt, könnt ihr es hier fangen. Ich weiß nicht, ob es gut im Team ist. Ich habe keine Ahnung über Wieso. Aber ich schätze mal, dass es jede Menge KP haben wird. Und jede Menge Angriffspunkte, glaube ich. Keine Ahnung. Also KP hat es auf jeden Fall viele. Das kann ich schon mal sagen. Den könnte man zu einem Tanker, glaube ich, skillen oder so. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Visenior hatte ich überhaupt noch nie gefangen oder im Team gehabt. Ihr seht, ich bin nicht so der Visor-Fan. Wieso? Oh Mann, wieder ein Wortspiel. Oh Mensch, ja, sorry, dass jetzt gerade nichts passiert. Wir sind ja weiterhin immer noch im Weg. Ich könnte das natürlich offscreen machen, aber wir wollen ja alles gemeinsam spielen. Und wenn ich das offscreen mache, dann verpasst ihr was. Und ich will ja, dass ihr was seht. Wer weiß, vielleicht taucht ja ein Wander-Pokémon auf. Und dann können wir diesen Schockmoment nicht genießen, wenn die Musik dann plötzlich kommt mit dieser Musik. Ey, Knofi, ey, komm, friss Knofi, Knofensa. Ach ja, wir wollten in die Dunkelhöhle, stimmt. Moment, haben wir ein Pokémon, das Blitz beherrscht? Ich hoffe ja. Ich glaube, Togepi kann Blitz, aber ich kann es nur vermuten. Da drüber können wir unserem Herkules beibringen oder whatever. Ja, Tatsache, Togepi kann Blitz. Gut, dann bringen wir jetzt noch Zertrümmerer dem Kampf-Pokémon bei, was wir getauscht haben, dem Macholo. Und Togepi kann es auch. Togepi kann Zertrümmerer? Das muss sein. Togepi kann Zertrümmerer. Stellt euch das mal vor. Togepi! Zerbricht so ein paar Steine. Na gut, perfektes Pokémon dann für die Höhle des Togepi. Erstmal alles hell machen. Ach verdammt, ich hätte noch einen Schutz kaufen sollen. Hier tauchen nun useless Pokémon auf. Naja, aber auch, macht nichts. Oh Gott. Welches Pokémon wird hier auftauchen? Ihr seht. Schwach. Das ist es nicht wert. Auch wenn ich anfangs gesagt habe, gegen jedes Pokémon kämpfen, aber wir haben den Anfang schon lange überstanden. So, hier besteht übrigens eine Chance, dass ein Pokémon auftaucht, wenn man den Zertrümmerer hier einsetzt. Und zwar kann es hier passieren, dass hier Dummiesel auftauchen, glaube ich. So, hier geht's nach oben. Ach verdammt, aber zunächst kommt hier dieses nervige Pokémon. Nämlich das Zubat. Level 2 wahrscheinlich wieder. Ja, sag ich ja. Aber wir haben hier auch einen Zubat schon mal gefangen mit Level 2. Und jetzt haben wir es schließlich mit Level 23 im Team. Was sich vielleicht in 2 Leveln entwickeln wird. Zertrümmerer, Togepi setzt Zertrümmerer rein, ich glaub's nicht. Ich kann es nicht glauben. Stell dir das echt mal vor. Gell, so, das Pokémon, was Misty in der TV-Serie hat, das Togepi, das süße kleine Togepi, was die Misty behutsam beschützt, setzt Zertrümmerer rein und zerberstet einen Felsen zu Splitter. Mensch, ich habe jetzt keine Lust mehr auf diese wilden, scheiß kleinen Mini-Pokémon, die nichts können. Selbst mein Cousilla, was vor 2 Parts geschlüpft ist, stärker ist. Diese Müll-Pokémon da.
So, geht's nach unten. Keine Ahnung, wo es hingeht. Oh Gott, hoffentlich verirren wir uns nicht. Ich kenne mich hier in der Dunkelhöhle null aus. Ich habe sie noch nicht einmal komplett erforscht, muss ich sagen. Verdammt, wo sind wir jetzt? Wahrscheinlich enden wir jetzt in China. Halt, Moment, wir sind in Japan. China ist Japan. Was ist denn das Ende von Japan? Also wenn man die Erdkugel umdreht, was ist dann hinter Japan? Ich schätze mal, da ist dann Südamerika, kann das sein? Brasilien, Chile und so. Keine Ahnung, wieder eine Vermutung. Hier ein Angriffsplus, was die Volltrefferquote erhöht. Hier geht's raus, oh Gott. Oh Gott, der Trümmerer-Dingens. Nein! Oh Gott, Pokémon-Dingens. Jetzt haben wir irgendeinen geheimen Ort erreicht. Mysteriös. Okay, raus aus der Höhle. Okay, jetzt sind wir auf Route 46. Wir schauen mal schnell auf der Map nach. Wir sind jetzt hier. Oh Gott, wenn wir nach unten gehen, sind wir wieder in Neuburg hier. Oder bei Rosalia City da, ne? Oder wie heißt die Stadt? Ich will jetzt wissen, wie die Stadt heißt. Tatsache, Rosalia City. Ich dachte... Ja gut, ich verwechsel Rosalia City immer mit Rosalstadt. Eine Stadt aus der Höhenregion. Wegen dem Wort Rosalia. Ich glaube, die mögen dieses Pokémon Rosalia. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich hat ein Rosalia diese Stadt gegründet. So, hier ist Route 45. Hier geht's nach Ebenholz City? Ebenholz City? Heißt die schon? Heißt die Ebenholz City? Tatsache, Ebenholz City, genau. Das ist nämlich die letzte Stadt, die wir in Höhen anfinden werden. So, hier sind ein paar Bären. Darunter eine Antipaarbeere. Was ist hier? Ach, auch eine ganz gewöhnliche Beere. Na gut, dass wir Bären finden, weil die brauchen wir später noch. In 5 Parts, glaube ich. Na, wenn wir schnell sind, vielleicht sogar in 4 Parts. Wer weiß. So, hier sind 2 Trainer. Ich trainiere auch Pokémon. Möchtest du gegen mich kämpfen? Habe ich denn eine andere Wahl? Kann man doch nicht einfach wählen, ja, nein. Scheiß Call of Duty Camper, Patrick. Hey Patrick, Patrick Star. Hallo SpongeBoss. Kannst du bitte etwas schneller rappen? Verdammt, ich habe zu viel Julians Block Battle gesehen. Egal. SpongeBoss ist cool. Oh nee, das dauert wieder so ewig mit dieser Schleckerattacke. Ich will die andere auch noch besiegen und auch den Part dann beenden. Es ist aufgewacht. Der Affe ist aufgewacht. Affe gegen Geist. Stellt euch das mal in Real Life vor, so ein Affe gegen einen Geist. Sagt dann der Geist. Okay, ein Level noch, dann erlernt Nebulak Nachtnebel. Und in 5 Leveln wird's zu Alpollo. Ah! Ich glaube, von der kriegt man sogar die Nummer. Also von der hier kriegt man die Nummer. Ich trainiere auch Pokémon. Trittst du gegen mich an? Und die hat ein Ponyta, sage ich vorher. Mit meinen Pokémon hellseherischen Fähigkeiten. Das erste ist ein Ponyta, sag ich ja. Ich merke mir allen möglichen Mist, dass die zum Beispiel ein Ponyta hat, aber zum Lernen, zum Beispiel für BW, Betriebswirtschaft, keine Interesse. Keine Interesse. Ich glaube, das habe ich auch schon vor 2 Parts gesagt. Nee, vor 5 Parts, nee, vor 4 Parts war es, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Wenn ihr diesen Part seht, ist glaube ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Moment. Ich glaube, wenn ihr den Part seht, ist Donnerstag, kann das sein? Ja. Okay, was habe ich denn heute erlebt am Donnerstag? Scheiß Schule. Morgen muss ich scheiß Englisch Schulaufgabe schreiben. Ist total scheiße, muss ich viel lernen mal wieder. Hab zwar schon in den Ferien ein bisschen gelernt, aber...
Boah, hat nicht so viel gebracht. Da hat sich nichts eingesammelt. Ja, super, super formuliert, Kevin. Ich bin stolz auf mich. War es das erste Ponyta oder ihr zweites? Ich weiß es nicht mehr. Okay, das war ihr zweites. Oh, Mistkerle! Meinst du deine Ponytas oder mich? Ey, sei vorsichtig, was du sagst. Sonst rufe ich meine 50 Türk und mach dich platt. Sorry wieder an dieser Stelle an die rassistischen Witze im letzten Part oder in diesem Part, je nachdem. Habitag. Wahrscheinlich wisst ihr schon den Ort, wo wir jetzt sind. An dem Ort waren wir schon mal. Ich würde jetzt am liebsten speeden, aber die Speed-Taste streikt. Die ist im Streik wie die Bahn. Okay, ich verpiss mich. Okay, ich gehe jetzt hier noch nur noch ins Screen zurück nach Ducate City oder zu dieser Kreuzung von Ducate City, Viola City und Teak City. Und ja, dann geht es im nächsten Part weiter auf dem Weg nach Teak City. Ich glaube, die Dunkelhöhle, die haben wir schon einigermaßen erforscht. Mehr findet man hier auch nicht, obwohl wir zu Trümmer haben. Den meisten Ort finden wir nämlich da am zweiten Eingang. Es gibt nämlich einen zweiten, sogar einen dritten. Also, wir haben ja schon zwei Ausgänge und Eingänge gesehen. Aber es gibt noch einen dritten Eingang. Das verkompliziert die Sache der Dunkelhöhle sehr. Aber die finden wir zum Glück erst am Ende unserer Johto-Reise. In der letzten Stadt auch wieder, in Ebenholz City. Aber ich möchte nicht zu viel sagen. Wisst ihr was, wofür habe ich ein Fahrrad? Zu Fuß laufen, Nein! Verdammte wilde Pokémon-Dinger. Ich will nicht. Verdammte wilde Käfer-Pokémon-Dinger, Raupi. Ich will echt nicht mehr. Verpiss dich. Oder ich verpiss mich. Weil ich so viel Angst vor einem Raupi habe. Was denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade gesagt, ich habe Angst vor Raupis. Oh Gott, jetzt demütige ich mich hier. Ich habe Angst vor Raupis. Ja, seht euch mal dieses Viech an. Es reißt die Augen weit auf. Davor habe ich Angst. So, jetzt aber. Kein Pokémon mehr. Außer es ist ein Wander-Pokémon. Knüppelinsel. Bohnenstange. Ach, wisst ihr was? Ich gehe gleich in die Spielhalle und tue das Geld einlösen. Aber ich werde mir das Pokémon noch nicht holen. Wer weiß, vielleicht baue ich ja noch ein bisschen Geld. Für wohin genau zum Beispiel? Wer weiß. Vielleicht nehme ich aber auch im nächsten Part ein Tragosso mit. Ich habe ja schon erwähnt, wie cool Knogger ist. Verdammt, jetzt habe ich zu viel gesagt, welches Pokémon ich nehmen werde. Vielleicht nehme ich auch Nebulak. Warum sage ich immer Nebulak? Das Nebulak hat mich besessen, deswegen sage ich jetzt nur noch Nebulak, falls ich einen Pokémon-Namen sagen möchte. Ach ja, es ist übrigens immer noch Dienstag. Ich glaube, das habe ich in dem Part schon gesagt. Ich glaube, der ist auch ein bisschen länger. Länger? Ja, ich nehme ihn schon länger auf, genau. Okay, gehen wir in die Spielhalle und lösen unser Geld ein. Lalalala. Gut. Jetzt schaue ich noch nach, ob wir noch ein paar Items haben. Oder ein paar Items, die wir verkaufen können. Ein bisschen Geld schadet ja noch. Auch nicht. Verdammt, ich brauche so gerne. Ich hätte jetzt so gerne ein Nugget. Aber egal, ich stelle mich jetzt hier hin. Und setze den Safe State. Und im nächsten Part werden wir es erfahren. Nehme ich einen Tragosso oder einen Buin genau? Vielleicht habt ihr ja schon eine Ahnung. Also, auf jeden Fall das Pokémon, was wir jetzt dann wählen im nächsten Part, kommt ins Team. Also, bis zum nächsten Part. Cool hergesagt. Und den Part ausgemacht. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.